Hallo zum neuen Video und einem Unboxing Special. Ich habe Post bekommen und zwar dieses Riesenpaket. Ich weiß nicht, was drin ist und was es mit diesem Paket überhaupt auf sich hat. Das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, dieses Riesenpaket ist bei mir eingetrudelt. Wie ich euch sagte, ich weiß nicht, was drin ist. Und ja, was hat es auf sich damit? Und zwar ist es, ja, es hängt zusammen mit meiner lieben WhatsApp-Gruppe, meiner Gruppe in Vintage Toys nennen wir uns. Da sind wir, ja, eine recht amüsante und nette Gruppe mit sehr, sehr vielen, ja, Gleichgesinnten in Bezug auf älteren Spielzeugserien wie Dino Riders, Transformers, Mask, Masters of the Universe, Bravestar, WWE Wrestling, WWF, all diese Figuren, alles, was es damit auf sich hat, alles, was klassisch ist, wo man in den 80ern, 90ern mit aufgewachsen ist, und da unterhalten wir uns drüber, tauschen uns aus, und das ist eine echt tolle Community. Und ich grüße euch alle hier, ohne euch ja, namentlich zu nennen, weil sonst vergesse ich genug Leute. Aber ich möchte mich echt herzlich bedanken. Und ja, von zweien habe ich Post bekommen. Das hier habe ich vom lieben Matt bekommen. Das ist ein echtes Überraschungspaket. Also er hat mir auch nicht verraten, was da drin ist. Und ja, es fing bei ihm eigentlich an, dass Matt, wir haben uns unterhalten und du hast ein paar Poster, die du abzugeben hast, angeboten. Und ich wollte, glaube ich, das Onimusha-Poster haben. Sagst du, ach, schicke ich dir zu. Und dann sagst du, ach, ich packe dir noch ein bisschen mehr ein. Und ja, das ist da jetzt raus geworden. Ja, und ich habe noch davor, deswegen, bevor ich das aufmache, habe ich noch eine andere Kleinigkeit, wo ich mich beim lieben Andreas bedanken möchte. Und zwar, da wir uns mit Wrestling austauschen, kamen wir irgendwie auch auf ein Klebealbum zu sprechen. Ich habe dieses wunderbare, ja, WWE oder WWF war das damals noch, Wrestling Stickeralbum von Merlin. Schön mit dem Undertaker vorne drauf. Aber, obwohl ich es schon, ja, hier seht ihr, zum Beispiel 1-2-3-Kit, ich habe es nicht ganz vollständig. Mir fehlen hier und da noch ein paar Bilder. Und ich hatte in die Gruppe gefragt, hat jemand noch Bilder davon abzugeben? Und der liebe Andreas sagte zu mir einfach, ja, ich habe noch ein paar Bilder. Gib mir noch mal die Nummern, die dir fehlen. Das habe ich getan. Und dann habe ich Post von ihm bekommen. Und er hat sie mir auch absolut, ja, als Geschenk da geschickt. Also dafür bedanke ich mich herzlich, Andreas. Sie werden noch alle eingeklebt, jetzt nicht in diesem Video, aber auf jeden Fall später. Vielleicht filme ich auch noch das Video, wie ich ein bisschen einklebe, und das hänge ich ans Ende noch ein bisschen ran. Aber ihr seht, das sind die schönen Sticker, die ich bekommen habe. Hier könnt ihr sehen, diese Sticker vom Merlin-Album, wo mir was fehlt, Luna Vachon. Bob Backlund, ne? Wir haben auch einen Helden hier, den man erkennt, aber meistens fehlen einem immer die Zweierteile. Von Diesel, auch hier noch so, na, da haben wir Marty Jannetty. Und hier habe ich ein Oberteil vom Undertaker. Ja, das sind alles Bilder, die mir fehlen. Das sind noch nicht alle, aber es sind eine ganze Menge und das hilft mir unheimlich weiter. Also Wahnsinn, so konnte ich mein Album ja ein bisschen vollständiger bekommen. Ist ein bisschen schade irgendwo, wenn man so nur, wenn einem Bilder fehlen. Ihr kennt das vielleicht auch, man klebt ein. Irgendwann, ja, habe ich auch vergessen, da wirklich nachzusuchen, und es hat sich jetzt ergeben. Und lieber Andreas, vielen, vielen Dank für diese Bilder. Das hat mir, ja, hat mich begeistert. Also da, ja, ich werde die einkleben. Ich werde das so ein bisschen zeigen, aber auch nicht alles, weil ich denke, wenn es vollständig ist, dann werde ich ein wunderbares Let's View Video damit machen. Und ja, weißt du, was ich mache? Das blätter ich mit dir, Andreas, zusammen durch. Was hältst du davon? Wir werden uns irgendwie zusammen tun, wir skypen oder irgendwie, wir kriegen einen Talk hin und wir unterhalten uns über das Album und über die Wrestling-Zeit. Was hältst du davon? Ja, das kannst du mir dann ja schreiben, wenn du dieses Video siehst, was du, ja, ja, was du denkst. Also ich freue mich schon mal. So, aber darum geht es ja nicht nur. So, das packen wir mal da hinten hin. Es geht, ne, schon weiter nach oben, damit man das Cover sehen kann. Oh,
Riesig. So, es geht jetzt um dieses tolle Paket von dem lieben Matt. Ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank schon mal. Ich bin völlig baff und ich weiß nicht, was mich erwartet. Also Leute, was kann einem erwarten? Außer, dass ich jetzt erstmal aufschneide. Und dann sehen wir weiter. Und ja, packen es zusammen auf, aus. Richtig mit Gaffertape hier zugeklebt. Das ist ja nicht einfaches Klebeband. Das ist wirklich Gaffertape. Wahnsinn. Das geht ja gar nicht auf. Oh, du hast das gut gemeint, doch. Alter Schwede. Na egal. Ich höre das, das ist ja wirklich doppelt und dreifach. So richtiges. So. Ich weiß nicht. So, jetzt haben wir es auf. Damit wir ein bisschen besser sehen können, ich packe es hier mir auf einem Stuhl, den ich hier vorhabe. Na, öffnen den Deckel. Na gut, das Wrestling-Album. Gucken wir mal hier hoch, damit wir es noch ein bisschen sehen können. So, Karton aufgeklappt. Ich sehe noch nicht, was drin ist. Ich bin ganz erstaunt. So, jetzt gibt es erstmal Verpackungsmaterial. Weg damit. Noch mehr Verpackungsmaterial. Kommt mir vor wie bei einer Zaubershow. Alles die Luftschlangen aus der Hand. Und wow. Wow. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich bin völlig perplex. Einen Bonche. Geil. Ein Fini Sweet. Das ist Wahnsinn. Und das noch mehr, das geht dann noch besser weiter. Einen Candy Lipstick. Ah ja, Leute, seht euch das an. Ich habe die früher in der Kindheit, das ist jetzt kein Witz, also ich habe die wirklich in der Kindheit, glaube ich, in den 80ern, da habe ich die echt gerne gelutscht. Als Kind denkt man ja auch nicht über Lipstick nach oder so weiter. Das war halt ein Bonbon, ein süßer, und den konnte man kaufen bei mir bei einem Bäcker. Da hatte unheimlich viele kleine Süßigkeiten. Ach, das ist Kindheit pur, sowas hier. Das ist echt Wahnsinn. Und ich sehe hier Tüten und ich weiß noch nicht, was mich daraus erwartet eigentlich. Wahnsinn. Ja, nehmen wir mal das allererste Paket. Bücher. Wahnsinn. Ich kann in einer Tüte. Ja, die Tüte ist auch geil. Also die wird auch nochmal wiederverwertet. Das ist echt. Und ich sehe schon Bücher von Star Wars. Auch nicht schlecht. Großartig. Mensch, das ist auch meine Kindheit zurück. Vom VGS Verlag. Der Pakt von Bakura. Und was haben wir denn hier? Luke Skywalker wurde von einem entsetzlichen Hustenanfall geschüttelt. Okay. Interessante Einleitung. Automatisch richtet er den heilenden Fokus der Macht auf seine Brust. Zwei gierige, lebendes Staubkörnchen mit primitiven Instinkten schimmern auf. Fressen, fortpflanzen, überleben. Ein Erkenntnisblitz zuckte durch seine Panik. Die Parasiten. Sie fraßen sich instinktiv zu einer Blutquelle durch, nagten durch einen Luftröhrenkanal zu seinem Herzen vor. Okay. Haben wir jetzt einen Dr. House Star Wars Roman? Nein, ich glaube, das war ganz anders. Aber die Einleitung, die klingt, als ob ich jetzt einen Dr. House sehe. Gar nicht so schlecht. Die VGS waren auch die Erstauflagen, wenn ich mich recht entsinne. Später wurden die Taschenbücher beim Heine Verlag, glaube ich, veröffentlicht. Ja, also gar nicht so schlecht. Cool. Und hier sehe ich noch ein weiteres Star Wars Buch. Geil. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Die Schwarze Flotte 3. Entscheidung bei Kornacht. Super geil, auch ein schönes Buch, Wahnsinn. Michael P. Cubeback Dorwell. Kenne ich gar nicht, aber egal, ich weiß, dass sehr viele, auch für uns in Deutschland, Autoren oder Deutschland bekannte Autoren, nochmal von vorne. Also ich weiß, dass sehr viele Autoren, die bei uns nicht so in Deutschland bekannt sind, aber in Amerika eben halt
ja, die Bücher geschrieben haben. Hier war das Katie Tyres bei Pack von Baku, Pack von Bakura. So, was haben wir denn? Worum geht es denn? Na gut, das ist Teil 3, aber egal. Hier steht: General Solo, sagte Nahe Spar und ignorierte Bart völlig. Hatte keinen Blick für ihn übrig. Wahrscheinlich sind sie die einzige der Tausende ihrer Art davor bewahren kann, die Schande zu in Schande zu sterben. Ich bin hier, um ihnen diese Möglichkeit zu bieten. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Als man sie gefangen genommen hat, waren sie auf dem Wege zur 5. Flotte, um dort das Kommando zu übernehmen. Sie trugen Befehle von Prinzessin Leia zur Invasion jevetanischen Territoriums bei sich. Han wartete stumm. Missachtung der Souveränität des Vizekönigs über das Protektorat. Damit ist ihr Leben verwirkt, fuhr Nahe Spar fort. Ich habe sie in der Hoffnung verschont, dass ich mich in einem Akt der Barmherzigkeit unterstützen. Okay. Ich habe trotzdem keine Ahnung, worum es geht, weil es ist nur ein Auszug aus dem Dialog. Ich weiß nicht, wer die Klappentexte geschrieben hat, weil. Hallo, worum geht es eigentlich? Ich meine, ich möchte doch wissen, worum es geht und nicht irgendwo. Okay, nein, das hat jetzt nichts mit dir mehr zu tun. Ich finde die Bücher cool. Aber wer schreibt solche Klappentexte, ohne zu wissen, worum es geht? Egal, die Schwarze Flotte, es geht, Han ist gefangen genommen. Gut, bin ich mal gespannt. Ich glaube, sollte ich mal Teil 1 und 2 erstmal lesen. Aber echt toll, habe ich gar nicht. Den habe ich gar nicht im Roman. Und hier ist noch ein Roman drin. So, den nehme ich hier raus und auch alle drei sind aus dem VWF. So, der geht darüber zu den Müllsachen. Flucht ins Ungewisse, Kevin J. Anderson. Auch ein sehr geiles Cover übrigens, echt toll. Ja, was kann ich dazu sagen? Kevin J. Anderson hat einige der großartigen und sehr guten Star Wars Bücher geschrieben. Hat später auch Fortsetzung zu den Frank Herbert Dune Romanen geschrieben. Also Science Fiction ist so seine Welt. Bekannt ist die Jedi Academy Serie von ihm, Dreiteiler. Damit als er das geschrieben hat, hat er auch Tales of the Jedi. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das hier im Deutschen hieß. Mir fällt jetzt nur der englische Name ein. Er hat sozusagen in der Geschichte die Vergangenheit der Jedi und der Sith beleuchtet, wodurch nicht nur die Comic-Reihe, sondern aber auch die ganzen Knights of the Old Republic, diese Spiele, mitentwickelt wurden, weil er mit an dieser Vergangenheit, diese vergangene Welt mit erschaffen hat. Großartig. So, Flucht ins Ungewisse. Mal sehen, was uns bei diesem Klappentext erwartet. So. Auf der anderen Seite explodierte Lava unter dem hervorbrechenden Kopf des Feuerwurms. Er schoss vor, öffnete sein riesiges Maul und entblößte Fangzähne wie Stalagmiten. Luke wirbelte herum, riss sein Lichtschwert hoch und sprang auf den vorherigen Trittstein. Als der Feuerwurm zustieg, schlug Luke mit der summenden grünen Klinge zu. Aber kaum traf das Lichtschwert die spiegelnden Panzerschuppen, zersplitterte die leuchtend grüne Schneide in 1000 Stücke, die als Querschläger durch die Höhle pfiffen. Funken regneten auf ihn herab. Die Energieklinge, die angeblich alles durchdringen konnte, hatte nur eine einzige Silikonschuppe zerstört. Luke wusste, dass er das Lichtschwert nicht noch einmal einsetzen konnte. Ja, sagt auch nur eine Szenerie wieder mal aus. Ich weiß nicht, worum es geht. Ja. Hier ist noch eine Offizierin drauf, ein abgestürzter Millennium-Falken. Ja, mal sehen, was das ist, ne? Bin ich sehr gespannt. Danke dir für die schönen Bücher. Das Star Wars ist echt cool und ja, Wahnsinn. So, was erwartet mich noch? Oh, hier sehe ich noch ein Kaugummi. Was haben wir denn hier? Tattoo Gum. Oh, Kaugummi mit so einem Wassertattoo. Auch nicht schlecht. Echt cool. Süßigkeiten sind immer gut. So. Und was haben wir hier? Ein Center Shock. Ja, das ist echt saure Bonbons. Geil. Geil, geil, geil. Süßigkeiten gehen immer. Und hier habe ich noch einen ganzen Stapel Bücher. Auch wieder in der Mülltüte, die ich nicht identifizieren kann. Und hier ist auch noch was drin. Er sagte mir, ich soll diesen Umschlag beachten. Gut, Karton mal zur Seite. Na, bleib stehen. Und diesen Umschlag gucken wir uns als letztes an. Ja, Messer brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Weg damit.
So, ja, einen letzten Karton. Was erwartet mich da? Sieht nach Mangas aus. Lass mich überraschen. Bin völlig baff. Also das ist echt tolle Überraschung. Wie gesagt, ich wusste von einem Poster. Lieber Matt, das ist schon geil. Und ich ahne etwas. Ich habe so ein Gefühl, ich habe das schon mal gesehen. Mal sehen, könnte Helsing? Ja, Helsing, ein Helsing-Manga. Großartige Serie. Ich kenne die alte Verfilmung, die alte Manga-Serie und auch, die Manga-Serie nicht, die Anime, den alten Anime. Richtig großartig gemacht. Helsing ist eine Vampirgeschichte mit, interessanten Figuren. Also Helsing ist so eine Art, ist Dracula und Geschichte mit Vampiren und Bösewichtern. Sehr, sehr blutig, muss man auch dazu sagen. Ich habe die Neuverfilmung geliebt und ich muss euch einen Tipp jetzt geben. Und zwar habe ich einmal den Synchronsprecher Thorsten Münchow, der spricht in dem Anime oder in beiden Animes, in der neueren Version und in der alten Version, den Alucard. Das ist die Hauptfigur bei Helsing. Und ja, ich habe ein schönes Interview mit ihm geführt, wo er mir die ganzen Sachen so erzählt hat. Und ich verlinke das jetzt hier einfach mal. Da schaut mal rein. Also auch Matt, ja, und Andreas. Gleich kleiner Tipp für euch. Aber Matt, geil. Nummer 5. Ich weiß nicht, wie viele Bände es gibt, aber nicht schlecht. Na hier, ich versuche mal so vorsichtig aufzumachen. Richtig cool. Helsing, ich habe ich noch nicht. Ich habe die Mangas nicht von Helsing. Ich hatte mir immer mal überlegt, aber dadurch, dass sie out of print waren, sage ich ganz ehrlich, war ich nicht dabei. Aber habe ich mir sie noch nicht besorgt. So, das ist Nummer 5. Mal sehen, was haben wir hier? Nummer 7. Da sieht man auch den weiblichen Hauptcharakter, Seras Victoria. Auch geil. Richtig schön. Auch ein interessantes Cover. So seine weibliche Figur, die ihn begleitet. So, Band 6. Trifft auch immer so übermäßig coole Bösewichte, das ist auch Wahnsinn. Nicht schlecht. Jetzt nehmen wir mal kurz hier runter, damit ich die Cover ein bisschen besser da aufbauen kann. So, Nummer 4 von Helsing. Auch ein geiles Cover. Kann man echt nicht anders sagen. Ich gehe mal darüber. So. Na, kann man mal den Lipstick hinstellen. So, hier haben wir Nummer 1 von Helsing. Auch geil. Wahnsinn. Kann ich mal Helsing als Manga lesen? Ich habe ihn noch nicht als Manga gelesen. Ich sage ja, ich kenne nur den Anime. Nummer 2. Ach ja, auch da sieht man auch Seras Victoria und Alucard. Auch cool. Richtig geil gezeichnet. Also von Kota Hirano. Cool, cool. So, was haben wir hier noch? Zwei Bände habe ich hier noch. Nummer 3. Auch ein geiles Cover. Und hier Nummer 8. Oh, auch cool. So, haben wir alle 8, ne? Den nehme ich in der richtigen Reihenfolge. Können wir mal ändern. 1 bis 4. Komm, da haben wir schon mal so. 1 bis 4. Und 5. So, 6, 7, 8. Da haben wir jetzt mal die richtige Reihenfolge reingebaut. Naja gut, von unten nach oben gelesen. Japanisch müsste ich jetzt von links nach rechts. Und naja, egal. Ja, Wahnsinn. So, Tütchen ein bisschen weg. Geil, absolut geil. Also ich bin völlig geplättet. Helsing ist eine interessante, erwachsene Manga-Serie, muss man dazu sagen. Sie ist erwachsen, sehr blutig. Ich glaube, die Bände sind sogar ab 18, aber egal. Mal sehen, wenn das Video gesperrt wird, muss ich das inoffiziell veröffentlichen. Wie dem auch sei, Star Wars und auch Manga, also ganz meine Welt. Und jetzt habe ich noch diesen Umschlag, der ein bisschen schwerer ist als nur ein Poster. Deswegen, was erwartet mich da? So, ich sehe ein großes Buch und ja, geil, ein Naruto Buch Uzumaki und das ist ein Artbook, ein Naruto Artbook. Oh, seht ihr das? Auch nicht schlecht, das ist aus dem Carlsen Verlag, das heißt, das ist das Deutsche und echt cool. Naruto ist eine coole Serie. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe nur ein bisschen den Anime gesehen. Bin nicht ganz so tief im Naruto-Welt drin, aber ich finde den Zeichenstil schon echt cool.
hier sehen wir auch nochmal Hauptfiguren, cool gezeichnet. Und den Manga habe ich auch nicht gelesen, aber ja, so ein bisschen weiß ich mit den ganzen Figuren. Das ist ja auch so ein Battle-Manga, sehr humorvoll, auch echt cool. Hier sind so die ganzen Artworks, teilweise auch die Kapitel-Artworks in Farbe, die dann im Manga zu sehen sind, und Extra-Zeichnungen, die von dem Künstler gemacht wurden. Viele Hauptfiguren, die man immer wieder sieht. Auch hier, hinten nochmal ein paar Berichte über ihn und auch die Entstehung oder die, was eben halt mit den einzelnen Motiven es auf sich hat, für welches Magazin sie entstanden sind oder für welchen Zweck, auch nicht schlecht. Richtig cool. So, wo machen wir das jetzt hinpacken? Bücher. Jetzt muss ich bauen. Komm, ich muss bauen, damit das Platz findet. Da haben wir die Bilder. Die Süßigkeiten müssen doch gelegt werden. Und dann kommt das. Mach mal. Nee. Die Bücher jetzt hier hin. Damit das schön und präsentativ da ist. Na, können wir das. Ich hoffe, das hält. Ja, hoffe ich. Fürs Video muss es halten. So, noch was drin. Ja. Zwei Sachen. Cool. So, der Umschlag ist auch leer. Und hier haben wir ein Poster und ein Star Wars Magazin. Ein Helsing Poster. Ah ja, ich wollte gerade sagen. Manga passt. Ein geiles Helsing Plakat. Aber das ist aus der Animania. Das coole Onimusha 3 Plakat. Das, darum ging es eigentlich. Ich wusste nicht, dass Helsing auf der Rückseite ist. Echt cool. Wie die Faust aufs Auge passt dieses, ja, Überraschungspaket. Ja, Onimusha 3, ich hatte es vor einiger Zeit gespielt, ist ein PlayStation 2 Spiel von Capcom, ein Action-Adventure, richtig cool, ich kann euch das nur empfehlen. Einer der Charaktere, man kann, jetzt glaube ich, Suzuke, glaube ich, heißt der eine Hauptcharakter, und Jean Renaults Charakter, Jack war das. Man kann beide spielen in verschiedenen Zeitebenen und muss eben halt böse Monster bekämpfen. Es spielt einerseits in der antiken Edo-Zeit in Japan und auch in Paris. Richtig cooles Action-Adventure. Ja, Wahnsinn, Helsing-Plakat, das, und ja, echt klasse. Das war echt, ist ein echt cooles Plakat, ich finde es richtig geil. Und das Star Wars Magazin oder das offizielle Star Wars Magazin. Wahnsinn. Echt cool. Na, von wann ist das? Nochmal, wenn man das sehen kann. Ich guck mal, ob man hier so ein Datum findet. Euro, das heißt, es ist nach 2002. Hier sprechen sie von Episode 4 bis 6. Unsere Klassiker-Episode endlich auf DVD. Das war Blu-ray noch nicht so. Na, hier hinten müssen wir noch irgendwo. Hier gab es Game Boy Advance-Werbung. Also echt cool. Cool für Star Wars. Trilogy, auch nicht schlecht. Das ist kein schlechtes Spiel. Ich habe es als Modul, glaube ich, nur. So, der offizielle Star Wars Fanclub gibt es auch. Und das nächste soll am... Von 2005 ist das, oder beziehungsweise 2004. Hier steht das nächste am 12.01.2005 am Kiosk. Ich denke mal, das ist im Dezember 2004 erschienen. 2004, schon über 15 Jahre alt. Echt nicht schlecht. Und hier wird... Es sind schöne Artikel und Hintergrundberichte drin und über die Star Wars Toys. Echt cool. Und ich verrate euch jetzt hier mal was. In dem Fall, ich habe mal an dem Star Wars Magazin mitgewirkt. Nicht an dem offiziellen, ich wollte, aber man hatte sich entschieden, meine Artikel, ich habe Artikel für die geschrieben, sind aber dann im Magazin des offiziellen Star Wars Fanclubs erschienen. Und dieses Fanclub-Magazin war dann zusammengeheftet mit dem klassischen Magazin. Also ich habe für mehrere Magazine Artikel geschrieben. Ja, die sind da drin dann. Und ja, das kann ich euch auch irgendwann mal zeigen. Aber echt cool. Ich bin völlig geflasht. Das ist ein absolut cooles Magazin. Ich muss es mir auch mal dann durchlesen. Hier ist eine Kurzgeschichte von Timothy Zahn, der auch... Erben des Imperiums, der eine der berühmten Buchmehrteiler geschrieben hat. Ach ja, hier Resident Evil, Apocalypse,
die beiden ersten und zweiten Teil Filmromane auch cool. Was ganz anderes, aber es geht ja um Star Wars jetzt hier. Wahnsinn. Ich bin völlig begeistert. Ja, was haben wir hier vorne noch? Die ersten Artikel. Vertrauter Look. Star Wars geht hier um Episode 3. Mann, das ist alles schon so lange her. Über 15 Jahre. Kostüme. Hier seht ihr. Wahnsinn. Ja. Wo packe ich das jetzt hin? Muss ich mal kurz... Ja. Lege ich mal jetzt dahin. Das Plakat findet leider jetzt hier nicht, wo es eigentlich drum geht, den Platz. Packe ich mal jetzt hier. So, komm, damit wir so ein bisschen Abschlussbild haben. Geht das vielleicht? Na. Ah, ne, geht nicht. Alles klar, egal. Das soll es gewesen sein. Ja, erstmal, lieber Andreas, danke für die Sticker für mein Merlins WWF, oder damals WWF. Wrestling-Album, das nähert sich meiner Komplettierung irgendwann, aber ich danke dir herzlich für diese schönen Bilder, das bereichert das Ganze. Ja, und dann möchte ich mich herzlich bedanken für dieses Überraschungspaket, lieber Matt. Danke, Star Wars, ich bin Star Wars-Fan und ich lese gerne Mangas und Hellsing wollte ich schon immer lesen. Ich, wie gesagt, kenne nur die Anime. Somit kann ich endlich mal damit anfangen. Cool. Auch das Artbook ist absolut großartig. Wahnsinn. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Herzlichen Gruß nochmal und an meine WhatsApp-Vintage-Gruppe. Ja, mir fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Wenn euch das Video gefallen hat, da unten ist ein Like-Button. Einmal draufdrücken. Da ist auch so ein Button mit Abonnieren. Drückt drauf, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Ja, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare und das ist das Wichtige, kommentiert, sagt mir, was ihr davon haltet und habt ihr Hellsing gelesen, kennt ihr die Star Wars Romane, was verbindet ihr damit, das ist ja alles wirklich auch Retro, habt ihr auch das Einklebealbum, habt ihr auch als Kind diesen Lipstick Candy gelutscht, ja, das hört sich komisch an, aber egal. Schreibt es rein in die Kommentare. Ich freue mich. Ja, und das war's für dieses Video. Bleibt noch dran. Gibt noch ein paar Bilder, ein paar Eindrücke von dem, was ich jetzt hier habe. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.